Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Forever Stranded 2 mit Baloui und Katze. Ich bin ein Gummibärchen. Okay, du. Hallo, Dummibärchen. Nein, kein Dummibärchen. Ja, so hatte ich das auch verstanden. Ihr seid beide Dummibärchen. Wo bist du? Du hast was von mir. Nein. Das gebe ich jetzt Katze besser, bevor ich es verliere. Nein, das ist meins. Das wollte ich in den Garten tun. Und nein. Keiner hat was dagegen gesagt, Katze, letzte Folge. Ich muss dir leider also Prosperity Shards geben, ganz wieder. Viele. Wo bist du? Hier. Ja, es laggt. Hallo, Katze. Katze, das Gefühl, die will die haben. Ja, ich glaube, das können wir aber nicht unterstützen. Das sind 31 Stück. Die habe ich gefunden. Ja, geh und suche noch mehr. Euch hat das nicht interessiert, dass ich sie gefunden habe. Wir haben ja, waren konzentriert. Ich habe das gesagt und keiner hat sich dafür interessiert. Das stimmt. Also sind jetzt meine. Es tut uns leid, wir entschuldigen uns. Die kommen in meinen Garten. Das geht nicht, wir brauchen die, um Fortschritt zu machen. Katze, hier, nimm schnell, da. Nein, wo sind sie hin? Passiert. Warum glitschen die runter von Katze? Katze hat Glitsche-Dinge an. Sie wollen nicht zu Katze, weil sie wissen, dass sie mir gehören in Wirklichkeit. Ach so. Hier, hinter dir, dreh dich um. Fies. Das ist gar hast kein sie? Ja, sehr gut. Okay, sie sind in Sicherheit. Hab's denn nicht? Das ist gelogen, ich habe gesehen, wie du sie eingesammelt hast. Fies. Ah. Das ist fies. Ja, tut uns auch leid, ein bisschen. Fies. Mir ist bewusst, dass ich die Ho, die ich gerade in der Hand habe, aus der Mobballe habe und wir doch ganz viele davon haben. Was heißt das? Sie hüpft hier rum, damit sie es kaputt macht. Nein, nicht mal, Miri, das ist wertvoll. Wir kommen sonst wirklich nicht mehr weiter. Fies. Geh und such mehr, dann machst du die wenigstens nützlich. So, also die Prosperity Shards, die uns Miri gebracht hat, sind sehr, sehr gut. Gefallen mir sehr, sehr gut. Siehst du, Miri, wir sind stolz auf dich. Der Crystal Growth Accelerator, den ich unter das Ding packen sollte, gefällt mir wiederum ziemlich beschissen. Weil? Weil er Müll ist. Weil? Weil er Müll ist. Hast du nicht zugehört? Ja, weil? Weil er Müll ist. Hast du nicht zugehört? Okay. Baloui beendet hier an dieser Stelle das Projekt. Ich rede einfach nicht mehr mit euch und hab meine Ruhe. Glaubst du dir das selber? Nein. Ja, ich auch nicht. Ich glaube dir das auch nicht, Blauli. Jo, dann machen wir das mal ein bisschen hübscher. Jetzt kannst du auf jeden Fall mehr Pflanzen pflanzen und wir sollten nicht das Problem haben mit zu wenig, oder? Ich habe jetzt Stufe 3. Also ach, du machst erst das gesteigert. Ding hoch? Warum machst du denn das hoch erst? Egal. Ich mache gleich noch andere Pflanzen dazu, aber ich brauche erstmal ein paar Essenzen, um die anderen Pflanzen machen zu können. Kann das so gehen? Du Baumi. Ja, ist schon okay. Oder wie dich andere nennen würden, Pflaumi. Nicht Pflaumi, ich bin Baloui. Du bist eine ziemliche Pflaume, bist du? Nein. Doch, eine schon. Nein. Pflaumi. Du bist eine Pflaume. Pflaumi McKatze. McMaumili. Gibt's dann bei dir auch Pflaumenkuchen? Das wäre schön. Hä, was hat ein Pflaumenkuchen da jetzt mit zu tun? Weil du eine Pflaume bist. Yeah, genau. Pflaumi wow. McBaloui. Pflaumi McBaloui. Ja. Okay. Ja, es wird jetzt bei mir also super spannend wieder die nächsten Folgen. Ich sehe schon wieder die Klicks abrasseln. Das tun sie doch eh schon. Ja, weil ich die ganze Zeit am Gießen bin jetzt. Finden die Leute bestimmt super toll. Ich glaube auch. Es ist halt wichtig, sonst geht's halt nicht weiter, ne? So ist halt das Ganze. So geht das halt nur, da kann man halt auch nichts machen. Was ich machen könnte, wäre die Gießkanne vergrößern und verbessern, nach und nach. Um das Ganze schneller machen zu können und in einem größeren Radius. Weil der Radius von dieser Gießkanne beträgt, glaube ich, nur 3 Blöcke im Maximalen. Wenn überhaupt. Manchmal funktioniert es auch nur, wenn ich sie direkt drauf halte. Das könnte sein, dass die spannend. Kapazität höher ist. Ja, das kannst du nicht auch twerken bei den Blümchen? Vielleicht hilft das. Nein, ja. Kannst du nicht. Sicher?
Schon mal getwerkt bei der Blume? Nein. Habe ich nicht. Ich tue es aber gerade mal. Und was passiert dabei? Nix. Schön. Haben wir gut gemacht. Ja. Na gut. Da funktioniert das nicht, habe ich ja vorher gesagt. Interessanterweise scheint es aber manchmal, wenn du twerkst, Wasser zu geben für die Gießkanne. Hä? Geh doch dran. Ja, die Gießkanne hat Water may be collected while sneaking. Will ich wissen, woher das kommt. Also wenn es mal zu wenig Wasser gibt, dann einfach ein bisschen twerken, da kommt dann Wasser raus. Ja. Richtig. Ja. Das ist super. Das wollte ich jetzt auch genau so wissen. So, was fehlt uns noch? Ingwer-Ingots. Habe ich kein Ingwer? Doch, das habe ich bestimmt. Ingwer, 2 Tück. Und mir fehlt noch Machine Frame. Das ist aber wieder simpel. Einfach nur ein Eisenblock im Resonator. Ja, in einem Weg. Los, geh. Will aber nicht gehen. Doch, geh. Nein. Doch. Ich bleibe. Plupp. So. Sehr schön. Katze fein, Katze bleiben. Ja. Katze eine feine Katze. Manchmal. Watering. Terminal Expansion. So, gucken wir mal, ob das eine Quest war. Terminal. Das Problem ist, es gibt mehrere Watering Cans. Es gibt auch noch die, die unendlich lang tun. Das sind diese normalen Watering Cans. Oh, eine Quest. Jo. Gibt's dafür eine Loot Chest? Nein. Nicht? Doch, natürlich. Ich dachte schon. Hast du schon gesehen, wie mein Garten aussieht? Nein, soll ich mir angucken? Warte kurz. Bei Ingwer. Okay, komm mal vorbei. Ich hab Dropper Dispenser und so einen Kack gekriegt. Aua. Hallo? Das ist mein Garten. Das ist dein... Was ist das? Ist da... Warum ist der Fliech der? Muss der fliegen? Ja. Aha, das ist ein guck, Garten. Guck, und das hier ist Slime, hast du gesehen? Was, das ist Slime? Hui. Schick. Glückwunsch. Hä? Der Pikmin hier, den finde ich lustig. Wieso hast du deinen Baum wachsen lassen? Das ist ein Slimebaum. Cool, da drüben fehlt einer. Der wächst noch. Wurde noch twerken. Wachstum. Lolli, wolltest du nicht eigentlich das ziehen lassen? Tu ich doch, guck doch mal in die Maschine. Das brennt. Hä? Wieso siebt der jetzt wieder kein Dust? Doch, tut sie doch. Sie siebt Dust und Dust und Dust und Dust ja. Und Dust. Das tut sie wohl. Das ist mein Garten, dann ich finde ihn gut. Schön. Der ist schön geworden, Mia. Hast du toll gemacht. Toller Garten. Dankeschön. Also, falls ihr mal entspannen wollt, könnt ihr gerne in meinen Garten kommen. Wenn. Was ist entspannen? Entspannen. Das macht man manchmal. Warum Pyro-Gut dafür? Nope. Was ist denn ein Pyro-Gut? So, dann fangen wir erstmal oben an. Ach, scheiße. Kein guter Moment, dass die Pigments hier im Weg stehen. Wie immer. Katze, haben wir überhaupt die Chance... irgendwie an Obsidian zu kommen. Also, und auch, was heißt auch nur ein Block? Ja, man müsste halt gucken. Ja, bestimmt. Man müsste sich halt informieren, wie man's... Sag mir bitte nicht, dass da... Es ist ein Ember. Was ist ein Ember? Ich hasse diese kleinen Flammen. Ich hasse sie. So, es gäbe Obsidian-Essenz zum Beispiel. Wir können Obsidian auch aus Essenzen craften. Ja, aber wir brauchen erstmal wenigstens ein, zwei Blöcke. Ich würde jetzt gerne den Igneous... Der Igneous Extruder zum Beispiel. Ja, den will ich bauen, aber ich brauche dafür Obsidian das. Das heißt, irgendwie müssen wir halt Obsidian haben. Zwei Stück brauche ich. Cauldron, würde ich sagen. Den du ja schon so nett gemacht hast. Der Cauldron sieht da eigentlich einigermaßen okay aus. Der Cauldron, das geht, ein Rezept mit Obsidian? Ja, guck doch einfach mal nach den Rezepten. Hab ich schon, warte mal. Oh. Hab ich schon, ja, sieht man, ne? Maul. Oh, da, Cauldron. Komisch, Wasser ne? rein und dann Lava-Bucket reintun. Okay, ja, das sieht gut aus. Ja, das ist machbar. Wassertank habe ich noch hier? Ja. Nur,
wieder keinen Eimer. Wo ist denn schon wieder mein Eimer hin? Geklaut. Und Eimer machen ist so nervig. Alter, wo ist das Viech? Wo ist dieses Scheißviech? Hier ist dieses Scheißviech. Das ist nicht wahr. Das hast du nicht gemacht? Mir das scheiß Ding zurück. Er ist ein Juggernaut auf Hangar, auf dies und das. Tausendfach Gegner. Und er liebt dich. Ja, und er hat mich fast umgebracht. Ja, er liebt dich. Süß. Süß. Oh, ich habe einen Multi-Jump Iron Boot bekommen. Schön. Kann man bestimmt brauchen. Ja. Wieso hast du sowas und wir nicht? Ja, viel. Ja, ich habe ja Multi-Jump Diamond Boot. Mit dem kannst du wahrscheinlich nur einen Doppelsprung machen mit dem Iron Boot. Ach so. Ja, voll schlecht. Ja, mir ist das richtig erkannt. Das ist ziemlich mies. Mhm. Wir haben keine Strings mehr. Hast du dazu eine Theorie? Miri eine hat die alle angezogen. Meins war viel besser. Ja, finde ich auch. Tut mir leid. Ohne da jetzt großartig wählerisch sein zu wollen. Aber Miri ist zwar eher so lustig, deins war eher so, ja, Opa ist okay. Das ist nicht fair. Nein, Katze! Nimm doch die Eimer hier. Weißt du, Claudi, was ich hasse? Warum machst du denn wieder welche? Weil ich kann. Weil ich alles dafür vorbereitet habe, jetzt nicht wieder dahin gehe und das wieder nicht tue. Hörst du mal auf? Immer Rüstung kaputt machen. Vor allem, warum machst du das über dieses Rezept, du Baum? Du kannst einfach einen Eiseneimer hier aus der Schmelze gießen mit der Eimerform. Nein. Habe ich dir schon viermal gesagt. Das Wasser geht hier nicht rein in den Ding. Kacke. Ach ja. Da musst du die Lava reintun. Ruhe jetzt, ich mach das schon. Gut, machst du's. Super. Natürlich gut, wenn man Sachen irgendwo reintun will, aber Shift drückt, ne? Da muss man sich auch nicht wundern, wenn man in Flammen steht. Man kann's halt nicht reintun! Lass das, ich mach das schon. Zwei Sekunden später steht ein Flammen, ey. So gut. Fies. Es geht halt nicht mit diesem beschissenen Cauldron. Bist du unfähig? Da steht, da muss ein Eimer mit Wasser und ein Eimer mit Lava rein, aber es geht nicht! Dreh am Rad, dreh. Oh ja, das tust du. Immer. Ja, fragt euch mal warum. Ja, das tun wir immer. Immer. Fragen, was los ist mit dir. Ja, immer. Das ist auch nicht das Interface von dem Cauldron. Versteh das gar nicht. Vielleicht ist es ein anderer Cauldron. Das ist ein anderer Cauldron. Der genau gleich aussieht. Ich hasse mein Leben. Unfähig. Ich hasse es einfach. Ich dreh am Rad, dreh. Den ganzen Tag hier in diesem Modpack. Weil du so unfähig bist? Nee. Ich hab das Gefühl, dass Baloui so, der ist ja ein gerne McMauli, gell? Aber wenn man sich das Ganze mal wirklich realistisch überlegt, Blauli, willst du lieber wieder Invasion spielen? Nein! Wie? Dann mach hier endlich mal nicht dein Mauli auf, sondern mach mal dein Blauli drauf. Hä? Pack mal was bei. Ich bin die ganze Zeit fleißig dabei. Ich baue nicht so einen blöden Garten wie Miri. Jetzt greift er auch noch Miri an. Fee. Die wohl tatkräftigste Mitarbeiterin in unserer Expeditionsgruppe. Ich denke was macht auch. Sie denn? Ihr Prosperity Charts finden, währenddessen du in der Gegend rumstehst und sagst, ja, die kann man bestimmt sieben. Ich baue jetzt einen Mining Laser. Ich meine, ich habe vor vier Folgen erfahren, dass es scheiße wird, aber ich baue den jetzt. Das hört sich anders, könnte das bei Louis gesagt haben. Jetzt fühle ich mich gemobbt. Ihr seid scheiße. Hasse euch. Flugzeug hat auch noch was zu sagen. Flugzeug, bitte. Der Hammer. Ohne Shit. Ich kann halt theoretisch nicht mit offenem Fenster aufnehmen, aber ich muss mich halt entscheiden, ob ich alle vier Minuten ein Flugzeug auf der Audiospur haben möchte oder dauerhaft mein Ventilator. Und ich habe mich dann doch fürs Flugzeug entschieden, weil das nur ab und zu ist. Vielleicht und hättest du die Leute abstimmen lassen sollen. Was wollt ihr lieber im Video hören? Das Problem ist, das Flugzeug ist sowas, das stört die Leute mehr, aber der Ventilator stört mich beim Schneiden mehr. Ja gut.
Gut, jetzt hier endlich das Problem, aber wenn ich zum Beispiel bei Mage oder so in diesen Cut-Folgen den Ventilator die ganze Zeit im Hintergrund höre, ich krieg so einen Koller. Das ist, ich bin jedes Mal am Überlegen, ob ich jetzt einfach nachvertone. Ja, krieg ich einen richtigen Border Collie bei. Süß. Was ist mit meinem Eimer passiert? Ganz, das geht auch nicht. Ich dreh am Rad, ehrlich. Schon wieder. Dreh am Rad, dreh. Immerhin bleibt Wasser in einem Iron Cauldron drin. So. So viel habe ich schon mal rausgefunden. Und dann habe ich irgendwie einen Eimer mit Lava verloren, wie auch immer. Aber ich kriege da jetzt halt kein Obsidian raus. Also. Warum nicht? Ich hoffe, das war doch jetzt der richtige Cauldron, oder? Hat der denn das richtige Interface? Nee, hat er ja auch nicht. The Cauldron can cook and combine items. Add fluid to the Cauldron via bucket or water bottle. Items need to be dropped into the top of the Cauldron. Use a ladle to see the current status. Oder mal Lala. Hat du ein Ladle? Was ist ein Ladle? Wollen wir mal ein Ladle bauen. Ein Level? Ladle! Da steht, ich soll ein Ladle bauen. Okay, ich baue ein Ladle. Lauli? Ja. Hier. Mal die Steinis. In den Weg. Kannst du haben. Bitteschön. Gib mir mal bitte einen Eimer. Hier, du einen Lava. Danke. Und hier hast du einen leer. Herzlichen Glückwunsch, das habe ich vorhin auch geschafft. Jetzt ist er weg. Oh, du bist stolz auf dich. Hast du davor schon einen Wassereimer reingeschmissen? Ja. Ich muss sagen, ich bin eigentlich stolz auf mich, ja? Ach, guck mal. Ich habe jetzt den rausgenommen, den Wassereimer. Den Lava. Also Lava rein. Den Lava-Wassereimer. Wird erst Lava rein und dann Wasser nach. Schau mal. Aber jetzt haben wir schon zwei Eimer verloren, naja. So, und jetzt Wasser reinschieben, schütten. Geht auch nicht. Das ist doch ein Witz. Reinpasten, also wie der Kuh. Nächster Eimer weg. Was macht der denn? Macht halt alles, was man ihm sagt. Was ist schon zwei Eimer verloren gegangen und er schmeißt den nächsten hinterher, weil man sagt, hallo, ist so gewundert. Ah, komm, wir machen neue Eimer für Blauli. Hallo ist immer verwirrt. Das ist nicht seine Schuld. Ist okay. Wir lieben Baloui. Aua, ist kein Grund, mich zu schlagen. Archies. Oh, der hat das Essenz fallen lassen. Nehme ich doch glatt mit. Kannst dich mal ganz schnell verbuddeln gehen hier, Kollege Stego. Haben wir irgendwo diese Korphyrie? Irgendwelche Pflanzenkorphyrie? Was? Kaffeefee? Ich weiß nicht, wie die heißen. Kaffeefee. Die sind doch da draußen, sehe ich doch. Kaffeefee. Genau, ich wollte es brennen lassen. So. Wie? Sie kommen da nicht rüber. Amiri würde sagen, wir müssen die heutige Folge schon beenden. Oh ja. Richtig. Ja, ich jetzt Raw Pigman Meat. Okay. Und Hunger. Guten Appetit. Na dann, guck gerne bei Baloui und oder Katze vorbei, was die heute so für sinnvolle Dinge getan haben. Und ansonsten macht es gut und feurig. Danke, feurig. Miau. Miau.